Ich werde mir jetzt was zu frühstücken machen. Und zwar gibt es heute Protein-Pancakes mit Himbeersoße. Und ja, dafür habe ich jetzt einfach nur zwei Eier, also getrennt. Hier sind jetzt zwei Eiweiße, hier ein Eigelb drin. Dann kommt da jetzt noch 200 Milliliter Milch rein, 7 Gramm Backpulver, 60 Gramm Proteinpulver, ungefähr 80 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Erdnüsse, sage ich schon. Haselnüsse, Mandeln, könnt ihr eigentlich alles nehmen, was ihr wollt. Ja, dann vermischen wir das Ganze zum Teig. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts vergessen. Ich glaube nicht. Und ja, dann habe ich halt, wie gesagt, so eine Himbeersoße. Da ist ungefähr eine halbe Tasse Himbeeren, gefrorene Himbeeren drin und zwei Esslöffel Joghurt. Und das Ganze wurde dann zusammengemixt. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch Zucker oder sowas reinmachen. Aber ich habe Vanille-Proteinpulver und das Ganze süß dann ziemlich. Ja, und die kommen dann in eine Pfanne und dann wird das Ganze auch dekoriert. Und wie es aussieht, seht ihr jetzt. So sieht es aus. Wuhu, mein Frühstück. Ja, ein Proteinpfannekuchen. Der Teig, den ich jetzt eben zubereitet habe, waren übrigens 30 Gramm gemahlene Mandeln. Ich war jetzt nicht sicher, ob ich eben 80 gesagt habe. Ja, das Ganze ist, für zwei Pfannkuchen eigentlich, die recht groß sind. Der ist jetzt zusammengeklappt, ansonsten wäre der fast so groß wie der Teller. Ein bisschen kleiner. Dazu, wie gesagt, meine Soße, ein paar Erdbeeren und ein Glas bzw. eine Tasse Milch. Ja, und das werde ich jetzt essen. Also glaubt mir, ein Proteinpfannkuchen, der haut euch echt weg. Also der ist wirklich, wirklich sättigend und deswegen... man sollte auch nicht zu viel Proteinzeug am Tag zu sich nehmen. Habe ich jetzt den Teig, entweder kann ich den morgen noch nehmen oder ich mache mir, falls ich heute Abend süße Gelüste habe, noch einen Pfannkuchen für heute Abend. So, jetzt wird hier erstmal der ganze Müll weggebracht, hier die ganzen Kartons. Ich habe mich gerade so ein bisschen fertig gemacht. Fahre jetzt noch kurz zur Mülldeponie in unserem Spind, der sich dort befindet, ist auch noch Zeug drin. Und die Küche, das muss ich auch gleich wegräumen, sonst trocknet es ein. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal zur Mülldeponie fahren und nehme euch da mit. So Leute, hey, ich habe es geschafft. Ich habe gerade, wir haben so zwei Kämmerchen oben bei uns in der Wohnung. Einmal in der Küche und einmal im Schlafzimmer. Und ich habe im Schlafzimmer das so richtig vollgeräumt mit ganz viel Zeugs. Also die alte Matratze und ganz viele andere Sachen. Und Achtung, ihr könntet rutschen oder auch nicht. Nein, ihr rutscht nicht. Und ja, dann hat sich hier so eine alte Lampe, die total kaputt ist. Und ach, keine Ahnung, so viel Zeug war einfach drin und ganz viele Kartons. Das habe ich jetzt alles rausgeräumt, die ganzen Kartons, und werde die jetzt zur Mülldeponie bringen. Und dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Platz für neue Kartons. Und ja, das werde ich jetzt wie gesagt machen. Und heute Abend um 18.30 Uhr, 19 Uhr rum, bin ich verabredet mit Nina, Jomana. Ich glaube, Alex kommt auch eventuell, ich weiß es noch nicht ganz genau. Kimi hat leider heute keine Zeit. Werden wir einfach uns ins Henry setzen. Das ist so wie eine Strandbar. Und dann da eine Kleinigkeit essen. Und morgen sind wir auch verabredet. Also Jomana, Alex, Nina und ich. Und Kimi muss leider auch wieder arbeiten. Aber am Donnerstag ist sie dafür dabei. Und morgen werden wir brunchen. Und danach geht's nach Oberhausen. Ich freue mich voll. Und ja... das ist so der Plan für die nächsten zwei Tage. Und Tobi dreht heute Abend noch sein Video. Allerdings weiß ich halt nicht, ob ich ihm helfen muss. Deswegen habe ich den Mädels gesagt, es könnte ein bisschen später bei mir werden. Ja, und jetzt werde ich aber auf jeden Fall erstmal zur Mülldeponie fahren. So, ich bin jetzt gerade hier wieder am Kochen. Ich bastel mir hier gerade einen Salat zusammen. Hier sieht es wieder aus, oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Hähnchenbrust mir angebraten und ein bisschen Toast, also eine Toastscheibe einfach so ein bisschen kross werden lassen. Tomate, dann noch so Feta-Käse mit Kuhmilch, ein bisschen, Lauchzwiebeln, ein Ei. Und dann mache ich mir jetzt gleich noch Feldsalat und ein bisschen Zitrone. Ja, und Joghurtdressing, das ist dann so mein Mittagessen für heute. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie es aussieht.
Und so sieht jetzt gerade mein Salat aus. Wie gesagt, mit Ei, Tomate, ein bisschen Feta-Käse, Quinoa, leckeren Feldsalat, Ei. Es ist noch drin und ein bisschen Brot und Hühnchenbrust. Ja, und den werde ich mir jetzt erstmal richtig, richtig schmecken lassen. Der sieht nämlich so lecker aus und ich glaube, der wird richtig gut schmecken. So Leute, ich habe jetzt gerade einmal durchgesaugt und habe das Bett gemacht und habe einmal hier den ganzen Flur gesaugt und das Badezimmer und den Aufnehmer da und ja, schön. Ich muss leider im Frühling noch mal ein bisschen mehr saugen, damit ich einfach die ganzen Pollen aufsauge, damit die sich nicht alle auf dem Boden ablagern und ja, so sieht's aus. So Leute, jetzt könnt ihr mal sehen. Joa. Adieu Winterreifen, hallo Sommerreifen. Ja, so sieht's aus. Ich habe jetzt schon den Sommerreifen aufgemacht. Zeitlich bedingt und ich habe mir einfach eine 2 Wochen Wettervorhersage angeschaut. Da wird es immer so um die 10 bis 15 Grad warm sein. Klar, abends ein bisschen kälter, aber kein Frost mehr. Im Rheinland ist das ja eh selten und ja, ansonsten werde ich auch abends nicht großartig fahren, wenn man nur noch den Einser, der die Winterreifen drauf hat, falls so sein sollte, dann bleibt der Wagen halt stehen. So Leute, ich bin jetzt mit der Nina und mit der Jomana verabredet und gehe gerade hier hoch zum Henrys. Mein Akku ist leer von der von der Kamera. Wie ein Monster. Nina übernimmt den Vlog. Oh, ich wusste gar nicht, dass es schon losgeht. Also, wir essen jetzt gerade. Maren hat Bruschetta. Und wir haben so einen Salat mit Tortillas. Echt lecker, das schmeckt ein bisschen wie der an der Mutter. Auf jeden Fall. Lassen wir uns schmecken. Ich muss nochmal probieren. Tomaten sind super. Wir können auch gerne, ne? Ja, Maren, hast du ja nicht schon genug gemacht. Nee, aber ich mag ja eh keine Tomaten, deswegen guten Appetit. Ich mag keine Tomaten. Oh, rein damit, Maren. Naja, gut, dann essen wir jetzt mal. Die Milch. So, jetzt haben wir gegessen, ne? Und trinkt noch Latte Macchiato und sie genießt es mit ihm mit den Gängern. Genießt es richtig mit auf dem anderen. Tomana, guck mal bitte an deinem Kind. Hier lecker. Vanilla. Ich zeig einfach den Mittelfinger. Leute, wisst ihr, was ich mir bestellt habe? Was zeigst du einfach den Mittelfinger? Ja, das ist schon die Milch. Ich hab mir den Fangarm bestellt. Also interessante Themen auf jeden Fall hier am Tisch. Ja. Am Fangarm. Ein Selfie. Ja, ist doch gleich. Komisch, warum hat die Kamera immer so viel Matsch auf der Scheibe? Ivy, was machst du? Hast du gerade angetäuscht? Wolltest du so an mir vorbeidrubbeln? Wolltest du an mir vorbeidrubbeln? Hübsche Katze. Ja! Ich bin auch wieder zu Hause, die Maren ist auch zu Hause. Sie ist im Bademantel. Ja, das ist so mein Lieblingskleidungsstück. Wie hast du in Dubai gesagt? Braline-Treckmantel? Braline. Braline-Treckmantel. Ich hab hier gerade mein Bärcher-Müsli. So, wie kriegt das Sag doch nicht. Einfach nur Müsli. Aber dazu. Es ist kein Müsli, es ist ein Bärcher-Müsli. Sag einfach Müsli mit Joghurt. Matschepompe. Habe ich gerade gemacht, eine Riesenportion für die Mädels und mich morgen zum Brunchen. Ja. Und. Ich noch eine Zitrone rein. Nein, für die Zitrone. Die sieht doof da drauf aus. Was macht die denn da so aufgeschnitten? Ja, ich habe die mir heute zum Salat gemacht. Die chillt ein bisschen. Die chillt. So. Ja. Proppe voll mit Maren Sachen. Meine Abteilung ist dann eins unten TK-Pizza. Ja, witzig. Ne? Die ist ja nie was gekocht. Warum knallst du die Augen so zu? Willst du eine Sonnenbrille? Schatz. Hallo Schatzi. Der ist immer mittendrin. Ja, ich weiß. Mittendrin statt nur dabei. Außerdem ist es ganz schlimm, dass der Stuhl nicht so steht, weil dann kann er nicht gucken. Ja, das ist so sein. Jetzt ist schon wieder vorbei. Achtung, ich muss euch was zeigen, auch wenn es dunkel ist. Papa hat das repariert. Bäm! 2-0 Lampen.
Was geht? Wirkt direkt viel anders. Das ist so ein extrem helles, modernes Licht. Ich finde das total schön. Vorher war das so sehr, sehr gelbstichig und sehr orange. Ja, ne? Und so ist es einfach, also ich finde, das hat eine ganz andere Wirkung gerade. Und das habe ich dir damals gesagt. Ich weiß. Was? Licht. Licht macht so unglaublich viel in einer Wohnung aus. Wenn man die richtige Beleuchtung hat, kann man so unendlich viel daraus machen. Ja, das hab ich von meinem Papa damals. Der hat sehr gerne, hat er im Haus, was wir damals hatten, hat er sehr gerne so mit Spots gearbeitet und sowas in der Art. Und sah immer mega aus. Hi. What are you doing? Weißt du, was ich eben gefunden habe? Ich musste ein paar Dateien löschen auf dem PC. Aber? Und ich habe dann ein Video gefunden, das habe ich nicht gelöscht, wo Ivy gerade mal, ich glaube, 4 Wochen bei uns war. Und das war so süß, wie sie da lag. Und die Hand war eigentlich noch, die war viel zu groß für den Kopf. Und jetzt hängt sie da so. Wie so eine Mumpfel. Chillt sein Leben. Einfach nur chillen. Ach ja, so ist es. Ja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt auch mal die Schuhe ausziehen. Total blöd, dass ich immer noch die Schuhe anhabe. Schaut euch mal meine Schuhe an. Ey, das ist das Licht ausgemacht. Das sind die Chucks. Wo die da liegt? Voll verdreht. Die Chucks sind mindestens ungelogen 5 bis 6 Jahre alt. Und die halten immer noch. Die haben zwar derbe gelitten, aber... Ah, hier hinten ist schon ein bisschen die Sohle durch. Läuft bei denen. Ich finde, so richtig used Chucks finde ich richtig geil vom Aussehen. Was passiert? Ja, und wir werden jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken.